Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute mal mit auf eine kleine Wanderung und zwar bin ich am Spitzingsee in dem wunderschönen Mangfallalpen und heute werden wir eine Tour machen vom Taubenstein rauf zum Alpbichel. Da will ich euch mitnehmen, schaut das ganze Video, ich freue mich. So, wie schon gesagt, fangen wir heute die Tour an oben von der Bergstation der Taubensteinbahn. Die Route wird heute sein, einmal der Raukopf als der erste kleine Gipfel, der ist nicht weit weg, ungefähr eine Viertelstunde und geht dann weiter zum Eipelspitz und das sollen ungefähr eine Viertelstunde Fußmaß sein, also eine schöne Wanderung. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass man Pausen braucht und auch wieder zurück muss. Also von daher hoffen wir, dass wir das alles gut hinkriegen und dass es eine schöne Wanderung wird. Ja, da sieht man nochmal die Tour, beginnend von der Bergstation rüber zum Raukopf, dann die Wanderung um die Schnittlauchmoosalm rauf zur Eipelspitze und wieder zurück. Da haben wir ein bisschen abgekürzt, um dann wieder schlussendlich an der Bergstation wieder anzukommen. Insgesamt knapp 5 Kilometer die Tour mit einem Höhenunterschied von etwa 380 Metern. Hier sieht man noch mal ein paar schöne Panoramaaufnahmen, ein paar Bilder. Insgesamt wirklich eine sehr idyllische Gegend. Wie man hier auch unschwer erkennen kann, lohnt sich das allein hier schon hinzufahren. Nach ungefähr etwas mehr als 10 Minuten Wanderung sind wir schon fast am ersten Highlight dran. In dem Fall hier der Raukopf. Ich bin kurz davor. Ich gönne euch mal hier die Aufnahme. Da oben zum Gipfel, das ist der Raukopf. Und von hier oben hat man schon einen wahnsinnig schönen Ausblick über die Mangfallalpen. Also wirklich idyllisch, traumhaftes Wetter heute. Also haben wir diese Folge wieder Wandern unter weiß-blauem Himmel, wie sich das für Bayern gehört. Ja, der erste Teilstück hat es ganz schön in sich. Nichts für Kinder, die noch nicht selber sicher stehen können. Ihr solltet also auf jeden Fall die Tour mit Kindern machen, die wirklich vernünftig laufen können, guten Halt haben und vor allen Dingen auch gute und sichere Schuhe haben. Turnschuhe ist nicht so das Wirkliche hier. Außerdem hat es die letzten paar Tage öfter mal geregnet. Das heißt, die Wege können hier teilweise auch sehr glitschig sein. Und das wäre halt schade, wenn man dann abrutscht und sich wehtut. Ja, der zweite Teil wird der weitaus längere werden, dann zum Eipelspitz. Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt dahin brauchen werde mit den Pausen. Aber ich nehme euch ja immer wieder mal mit, wenn etwas Interessantes zu sehen gibt, dann zeige ich euch auch das hier. Ich mache jetzt hier im Moment Pause. Es ist doch relativ viel Betrieb und ich würde gerne am Gipfelkreuz meine Drohne zu starten, aber das kann ich heute nicht versprechen. Allerdings war ich schon mal hier oben. Ich werde euch aber auf jeden Fall ein paar Drohnenaufnahmen einblenden können hier vom Raukopf. Also wenn es mir heute nicht möglich ist, nochmal mit der Drohne zu fliegen, dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen für euch. Also wir sehen uns dann später. Ja, hier haben wir nochmal einen Überblick, was man alles sehen kann vom Raukopf. Auch hier wieder ein paar sehr schöne Aufnahmen, wie ich finde. Und hier habe ich schon mal das Ziel fotografiert, nämlich die Eipelspitze. Und das mit einem vielfachen Zoom natürlich. So, jetzt seht ihr im Hintergrund das Gipfelkreuz vom Raukopf auf ungefähr 1691 Meter. Und von hier hat man schon echt einen wunderschönen Ausblick in die Alpen. Ein herrliches Panorama, gerade bei so schönem Wetter lohnt sich das echt. Also selbst wenn man nur eine Minitour machen möchte, vielleicht mit Kindern oder so, die noch nicht so lange laufen können, fahrt mit der Taubensteinbahn dann Richtung Raukopf. Ungefähr eine Viertelstunde mit Kindern, vielleicht 20 Minuten und wenn es lang geht, eine halbe Stunde. Dann seid ihr hier oben, genießt den Ausblick, habt das Gipfelkreuz. Na klar, man kann Pech haben, so wie ich heute, dass ein paar mehr Leute da sind, man ein bisschen warten muss, wenn man einen etwas ungestörteren Ausblick haben möchte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und dann geht es jetzt dann auch schon weiter, die lange Runde. Und damit ihr schon mal einen Einblick habt, wohin das geht, muss ich mal kurz drehen. So, und dann haben wir hier die Runde, den Berg dort entlang und dort oben
Da ganz oben auf der Spitze, da ist dann das Ziel für die heutige Wanderung bei dem anderen Gipfelkreuz. Ja, wie gesagt, herrlichstes Wetter. Lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen und ein paar schöne Stunden zu genießen. Also, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen erholt. Wie gesagt, der erste Anstieg ist schon echt anstrengend und gerade wenn man nicht so geübt ist und nicht so im Wandern fit ist. Ja, aber an mir seht ihr, ich bin ungeübter Wanderer, man kann das schaffen. Also nicht enttäuschen lassen, nicht entmutigen lassen, einfach drauf los. Ja, und jetzt haben wir hier schon ein paar Drohnenaufnahmen, die ich allerdings 2 Wochen vorher gemacht habe in etwa. Es war einfach an dem Tag viel zu viel los und später war auch der Wind viel zu stark dafür. Aber man sieht ganz schön, wie es hier ausschaut, was für ein Panorama man hat. Und hier fliegen wir jetzt einfach mal um das Gipfelkreuz vom Raukopf herum. Pause. Es war schon echt intensiv jetzt die letzten paar Minuten. Das unterschätzt man vielleicht und deswegen nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Aber ein Tipp, bleibt unterwegs nicht stehen. Wenn es irgend geht, geht weiter, gerade wenn es bergauf geht. Geht ein gemäßigtes Tempo, geht langsam, aber geht, weil wenn ihr anhaltet, um dann wieder loszulaufen und ihr habt nicht wirklich ein paar Minuten Pause gemacht, ist das sehr tödlich für die Motivation. Ja, und jetzt haben wir hier ein paar Impressionen kurz vorm Gipfel. Wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft, auch mit den Latschenkiefern, mit den Blumen, die dort sind. Und dieses Schild ist jetzt wichtig. Alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Das steht nicht ohne Grund da, wie man hier auf den Bildern schon sehen kann. Es geht dort wirklich über Stock und Stein und gerade die Stelle mit dem Seil ist echt nicht zu unterschätzen. Dort kann man sich eigentlich gar nicht hinstellen. Es geht 45 Grad runter. Und man muss sich mit beiden Händen am Seil festhalten. Ansonsten eine sehr, sehr schöne Gegend. So, endlich auf dem Gipfel angekommen. Gerade mal ein kurzes Plätzchen gesucht. Ja, 1758 Meter. Und ich sag eins, die Schilder waren nicht ohne Grund da. Kleinen Kindern definitiv nicht zu empfehlen. Und ihr solltet schon wirklich trittsicher sein, wirklich auch schwindelfrei sein. Es gibt dann da doch einige Stellen hierauf, wo man kraxeln muss. Jetzt nicht anseilen oder so, aber auf jeden Fall aufpassen, gut stehen, gucken, wo man hingeht, wo man tritt. Also es macht schon Sinn. Aber der Ausblick hier von hier oben ist einfach der Wahnsinn. Ich habe schon einige Bilder gemacht. Ich werde euch die nachher zeigen. Wie gesagt, leider mit der Drohne wird es nichts. Aber es war eine echt schöne Wanderung, auch wenn es jetzt gefühlt nur Halbzeit ist, weil ich den ganzen Weg auch wieder zurückgehen muss. Aber es ist echt eine tolle Zeit. Von der Zeit her, wo wir gerade über Zeit reden, schaue mal gerade nach auf meiner App. Ja, 50 Minuten in Bewegung. Aber gestartet sind wir schon deutlich früher. Natürlich, das ist die reine Gehzeit, die jetzt hier gerade ausgeworfen wird. Ja, 2 Stunden bin ich schon unterwegs. 2 Stunden werde ich wieder zurück brauchen für den Weg. Also ich denke mal, wenn man etwas geübt ist, kann man den Weg deutlich schneller schaffen. Aber es lohnt sich. Man kommt mal wieder zu sich, man muss sich ein bisschen konzentrieren, kann aber auch die Landschaft genießen. Also es ist wirklich ein schöner Weg und der Ausblick von hier oben ist echt auch phänomenal. Also es lohnt sich. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Wie gesagt, Fotos mache ich eh. Und werde ich die auch mit einsplenden, aber ich zeige euch mal ein bisschen was von der Aussicht hier. Ich bin jetzt gerade unterhalb vom Gipfel etwas. Drehen wir das Ganze mal wie gewohnt. So, da hinten. Wahnsinnsausblick. Das ist schon echt der Hammer. Dann da das Gipfelkreuz. Bin ich wie gesagt ein bisschen unterhalb. Aber echt eine schöne Gegend hier, kann man echt auch gut Pause machen, bisschen Brotzeit und die Aussicht genießen.
Ja, jetzt bin ich wieder am Raukopf, habe ungefähr 55 Minuten für die Strecke zurückgebraucht, habe dabei auch fast gar keine Pause gemacht. Ja, das geht ganz schön, ist ganz schön intensiv. Man kommt ganz schön aus der Puste, an Schwitzen, also an seine Leistungsgrenze. Tut aber zwischendurch auch echt mal gut. Von daher, ja, melde ich mich dann, mache ich jetzt noch eine kurze Pause. Und ich melde mich dann später nochmal, wenn es das wohlverdiente, hoffentlich Feierabend-Radler gibt. Kurz bevor ich wieder Runden fahre. Ja, also dann bis später. Ja, das war jetzt meine Tour. Ich bin doch einigermaßen geschafft. Wir haben jetzt insgesamt gebraucht knapp 3,5 Stunden für hin und zurück. Das ist ungefähr in dem Rahmen, wie ich mir auch gedacht habe, mit Pausen. Ich werde euch natürlich die Tourdaten auch nochmal unten in der Videobeschreibung unten drunter verlinken. Da findet ihr dann den ganzen Wanderweg über Komoot. Ja, was sagt ihr? Hat euch die Tour gefallen? Gefällt es euch besser, wenn ich ein bisschen was dazu erzähle, wenn ich euch so mitnehme? Oder wie in den vergangenen Videos, wo ich dann doch eher die Bilder habe für sich sprechen lassen und gar nichts dazu gesagt habe? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, würde mich sehr freuen. Und auch wenn ihr noch mal ein schönes Ziel habt, wo man hingehen kann, wo man wandern kann, wo man vielleicht was Schönes sehen kann, dann schreibt es mir auch rein. Oder wenn ihr eine Tour habt, die ihr schon immer mal machen wolltet, aber bis euch bislang nicht getraut habt, dann auch das wieder unten in die Kommentare reinschreiben. Dann gucke ich mal, ob ich die gehen kann für euch und berichte euch dann von den ersten Eindrücken von eurer Tour. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr sie nachlaufen wollt oder nicht. Ganz wichtig nochmal zu dieser Tour, bitte unbedingt festes Schuhwerk einplanen. Bitte unbedingt daran denken, dass es dort wirklich schwierige Stellen gibt. Es ist keine leichte Wanderung. Gerade der Rest zum Gipfel rauf, zum Eifelspitz, ist wirklich sehr, sehr steil teilweise. Mit kleinen Kindern überhaupt nicht geeignet. Ihr müsst sie sichern. Da muss man teilweise wirklich am Seil entlang gehen und es ist nicht ganz ungefährlich. Ja, dann bleibt mir nur eins. Ich habe schon meine Radlerhalbe geholt, meine Belohnung. Wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.